So legen sich die Kämpfe. Aber mir, du kannst die Kitmakabulim zurück in die Niederhöllen drängen und blickst noch einmal auf den bewusstlosen Salex Kugris, der sich mit Schmerz und Pein vor dir windet. Hast ihn bewusstlos geprügelt mit einer brutalen Körperkraft und mit dem letzten Schlag gegen den Kitmakabul kannst du bemerken, wie der Attributo in dir abklingt und deine Muskeln sich wieder auf ein normales Maß zurückziehen. Oh, dein ganzer Körper brennt. Die Energie, die du verbraucht hast, um ja, die einfach in deinen Adern gerauscht ist, die du dir nur geborgt hattest, strömt so ein bisschen um dich und die Sternkraft, die sich so ein bisschen flimmern lässt. Kannst du sehen, wie Phexarius, der Phexgeweihte, den du mitgenommen hattest, sich um den toten Diamantes kümmert, der mit einem Bolzen in der Brust dort aufgespießt liegt. Du kannst sehen, wie er wohl die Hände über seine Brust gebeugt hat und irgendwelche Liturgien formt. Währenddessen kannst du von oben Jalan hören. Der ist wohl ein Stockwerk höher. Geht es euch gut? Kommt auf die Beine. Dann ziehe ich, nachdem ich sie ausgeschnitten habe, die vermeintliche Zulamin auf die Beine und ziehe sie hinter mir her von der Treppe weg, wo vermutlich schon Verstärkung sich ankündigt, erstmal in Richtung der Brücke. Pfeife irgendwie, wenn ich auftrete erstmal und blicke mich zu den anderen um. Soll ich ihn töten oder soll er leben? Nein, aber wir müssen hier weg. Nimm ihn mit. Ja, wahrscheinlich werden noch weitere Dukatengardisten kommen. Das wird wahrscheinlich nicht der letzte sein. Und Diamantas ist schwer verletzt. Konnte ihn stabilisieren, aber ich weiß nicht, ob wir es zurück in den Tempel schaffen. Zumindest in die Tunnel. Hier, helft Zulamin erstmal runter. Ich nehme die vermeintliche Zulamin irgendwie so ein bisschen bei den Schultern und helfe ihr von der War Brücke die hinab. nicht eben im Rabentempel? Ich nehme an, sie haben sie zwischendrin abgefangen. Hoffentlich sind unsere anderen Kameraden nicht nach oben. Zulamin! Ja, wenn sie immer noch am Weinen ist, zucke ich mit den Sie hat Schultern. vor allem Knebel im Mund. Okay, ich dachte, das wäre in Losschneiden drin gewesen. Dann mache ich auch den natürlich los. Haben Sie die anderen auch? Was? Die anderen beiden, haben Sie sie auch geschnappt? Nein. Gut, dann müssen wir erstmal hier raus. Los! Und dann gebe ich sie unten Fixarius an. Und klettere danach hinter ihm durch. Und dann kann jeder von uns einen stützen und wir verziehen uns hier. Du kannst sehen, wie Zulamin dir nicht folgt. Komm, wir haben keine Zeit. Salix ist erledigt. Wir müssen hier raus. Wenn du runtergesprungen bist, wird sie kurz zögern. Du siehst, wie ihr Blick an eine Stelle geht. Ich wollte ihr eigentlich erst runterhelfen. Sie bleibt oben. Also kannst dann Okay. nach unten gesprungen sein. Sie blickt kurz. So diese Reflexhandlung, die du als Krieger sofort erkennst, als alter Ritter. Sie hatte kurz zu ihrem eigenen Waffengurt geblickt, aber ist das normal für Zulamin, dass sie dich jetzt mit einem feindseligen Blick anstarrt? An ihrem Gürtel hängen keine Waffen. Natürlich nicht, sie war ja eben gefangen, aber dann rennt sie einfach zurück nach oben. Sie will ihre Säbel holen! Hilft mir nochmal! Sie sind unten! Holt sie euch! Klettere wieder die Brücke hoch. Sie haben Zische Salix! zu den Bananen. Schafft sie heraus. Ich weiß nicht, was los ist. Ich bringe sie mit. Fixarius. Wir müssen hier weg. Was Ich auch bin immer direkt ein hinter euch. Zulamin gefahren ist. Was ist mit ihm? Entscheidet ihr. Bringt ihn um oder nehmt ihn mit, aber er wird so oder so sterben. Seine Dann Schuld ist schlag. erwiesen. Aber wir nehmen ihn Sch mit. schlag ich ihn den Kopf ab. Ich fluche von oben auf allen Sprachen, die ich kenne, was mittlerweile eine ganze Menge sind, und eile der falschen Zulamin hinterher. Ja, blutiges Rot, was sich ausbreitet, und der Kopf von Salix liegt vor dir. Blickt dich an aus den ausdruckslosen Augen, seine goldene Maske, die als Paktsymbol, als Paktmal über sein Gesicht geschoben wurde. Er ist tot. Ihr habt gesiegt. Ja, dann würde ich zu Diamantes rennen und ihn angucken. Ich würde ihm dann einen Heiltrank, ich habe ja den Heiltrank eh noch mitgenommen, ihn mir einflößen. Machst du einen Heiltrank eh her? Ich habe gesagt, ich nehme einen Heiltrank E und zwei Astraltränke C mit. Nicht die Frage, die ich gestellt habe, wo hast du den her? Frag nicht. Okay. Ja, was war das? E? Ja. 3W6? Nee, Nee, E wie ist vollständige Heilung, ist voll. vollständige Heilung. Okay, also runtergewürfelt. Gut. Dann kannst du den in Diamantus einkippen, der mit einem blutigen Husten wieder erwacht. Also, was macht ihr für Sachen? ja, ich fasse mir meinen Mantel ab, greife mir in die Tasche, in mein Etui und
roll mir eine Zigarre raus, die ich anzünde. Sind die tot? Die sind, ja, sie waren alle tot. Jetzt, du warst auch. Lass mir das, gehen wir. Komm, wir müssen verschwinden von hier. Ich wurde von meiner eigenen Waffe in die Brust geschossen. Ja, die hoch an dem Kragen kommt. Was für ein Jan, wo ist Jan denn schon wieder? Jan kommt gerade in diesem Moment fluchend die Treppe wieder runtergepoltert. Hinter ihm die Dukatengardisten. Rennt! Rennt! Ihr könnt Schritte auf den Treppen hören. Ich würde Diamantis und Vexarius von mir herschieben und in die Katakomben wieder rein. Vexarius läuft. Hat er Salex Kopf wenigstens mitgenommen? Vexarius nicht, nein. Nein, ich meine Nabelmehl. Nein, natürlich nicht. Dann werde ich dies zumindest tun. Ja, du packst dir den goldenen Schädel, immer noch mit der Maske versehen und es brennt ein bisschen. Kommst einen weiteren Schadenspunkt und fängst an zu laufen. Dann im Laufen fluche ich nochmal. Dann Nabelmehl, was sollte das? Wir hatten ihn doch schon! Ja, über dir auf der Skade dann durch die schmiedeeiserne Tür hindurch gestürzt. Da kannst du noch das Plocken von Armbrustbolzen hören und schnell kannst du es wieder zuwerfen. Und ihr seid zumindest kurzfristig allein. Er ist zu gefährlich zum... Kaios, verfluchte Magier! Beweg dich einfach! Das klären wir hinterher! Ist der Mechanismus wieder verschlossen? Kriegen die Tür auf? Vermutlich. Bewegt euch! Ja, was ist das mit Zulamin? Derweil bei Zulamin. Der richtigen oder der falschen? Der richtigen. Ja, ich würde mal mit Lukan und Boltax in Richtung Rafim gehen. Um zu schauen, wie es bei ihm so ausgegangen ist. Oh, es war ein fantastischer Kampf, das muss ich dir sagen. Rafim und sein Ordensmeister haben am Boden gelegen und sich behakt. Und dann ist der eine aufgestanden und dann ist der andere aufgestanden. Und dann haben die Waffen aufeinander geklirrt. Oh, schon schön. Am Ende hat Rafim leider verloren. Oh, und dann ging es ihm ja ganz ähnlich wie mir. Aber ich hoffe, er ist zufrieden. Rafim! Immerhin können wir einen Sieg auf unserer Seite verbuchen. Also von uns dreien hat immerhin einer gewonnen. Glückwunsch, Boltax. Der Beste von uns allen. Nun, man tut, was man kann. Ja, wir sind wahrlich beeindruckt. Aber ja, wir sind recht weit gekommen. Ich bin zufrieden mit euch. Und mit dir selbst? Bin ich unzufrieden. Warum? Ich hätte es gerne noch die Treppe hochgeschafft. Aber seht ihr da vorne? Also da wo die Kerbe ist, so weit sind wir gekommen. Ja, die steht mittlerweile markiert, das Symbol der Schande. Und während ihr dorthin blickt, könnt ihr hören, wie sich Schritte nähern. Von einer Person könnt ihr sie hören, aber als sich dann drei Personen nach unten schälen, könnt ihr tatsächlich sie auch, ohne dass ihr sie oft gesehen habt, erkennen und zuordnen. Zumindest die Gesichter der beiden, man erkennt die Ähnlichkeit, auch wenn die eine ein Halbelf ist. Amira Honak und eine weitere Person in ganz schwarz als Oberhaupt oder als sehr großer Ordenspriester der Boronkirche, Brotos Padigan. Rafim erkennt ihn natürlich und so treten die drei Gestalten nach unten. Amir Honak natürlich mit seinen Händen in die Taschen seines großen Mantels gesteckt, die er so vor sich dann, also vor seinem Bauch etwas verschränkt hat, kommt er dann auf euch zu. Beo, Beo, Beo. Rodrigo, danke. Die Blutspiele wurden beendet. Mein Dank, Rafim, Kors Sohn. Ihr wart also nicht siegreich, konntet doch aber mit Borons Gnaden eine weite Strecke zurücklegen und große Schande über die Verteidiger bringen. Ihr müsst an meine Gefährten denken. Ich hatte viel Hilfe. Wir sind uns dessen bewusst. Wir wissen auch, dass ihr normalerweise zu sechst reist. Wäre der Einschlag also noch verheerender gewesen. Wir müssen euch gratulieren. Er gleitet mit seiner Hand aus dem Umschlag seiner Robe raus und reicht hier seine grazile Hand.
Vierjährige möchte seine Hand sehr vorsichtig greifen, dass ich ihm auf gar keinen Fall wehtue. Ist eine Ehre. Meine Kameraden wollten um ein Treffen mit euch bitten. Wir haben dies gehört und nehmen es zur Kenntnis. Die Blutspiele wurden beendet und euch soll das Vorsprechen gestattet sein, selbstverständlich. Wir haben zu danken. Ich hoffe, dass ihr einige Abschlussbesprechungen über die Schwachstellen mit Rodrigo anstellen werdet und auch wie man die Sicherheit erhöhen mag. Hier geht es nicht nur um mein Leben, sondern auch das meiner Tochter. Natürlich. Ausgezeichnet. Also, als ein Vorschlag, ganz allgemein, Tür unten, durch die wir eingedrungen sind, jetzt kaputt mittlerweile. Man sollte sie vielleicht ersetzen. Nicht, dass noch jemand eindringt. Wir haben weitere Türen. Aber ja, dies ist natürlich eine Schwachstelle. Wie habt ihr es getan? Überlegt, ob ihr es vielleicht mit Koschbasalt oder einem anderen antimagischen Material verstärkt. Koschbasalt. Er nickt. Albenhus, richtig? Ja. Nun, es freut mich auf jeden Fall auch, eure Bekanntschaft zu machen. Ich bin Boltax. Ich bin mir darüber bewusst, dass ihr Boltax seid und dies ist Zulamin. Das ist richtig. Ich habe natürlich von euren Siegen in dem Verlauf der Jahre gehört. Macht euch keine Sorgen, ihr seid in meinen Berichten immer als positive Elemente hervorgehoben worden. Das ist schön. Ich mag die Elemente sehr gerne. Vor allem das Erz und das Wasser. Ah, mit der Luft habe ich es nicht so. Also gut. Die Verbannung vom Silberberg wird natürlich aufgehoben, jetzt wo die Blutspiele beendet worden sind. Die Abschlussbesprechung führt zu einem euch beliebigen Zeitpunkt mit Rodrigo aus, am besten so schnell wie möglich. Bis dahin werden natürlich die Kellergewölbe weiträumig mit Wachen ausgekleidet. Und ihr könnt euch frisch machen und dann gemeinsam, sagen wir am nächsten Tage, zu mir und meiner Tochter vorstellig werden. Wir haben zu danken. Wir wissen natürlich, was euer Begehr ist, doch brechen wir dieses Mal unsere Neutralität. Wissen wir doch, worum es geht. Das ist unerwartet, aber wir haben zu danken. Er lächelt milde, als ob er genau wüsste, was die Leute über ihn sagen. Also gut, wenn ihr mögt, benutzt die Tunnelgewölbe oder aber den offiziellen Ausgang. Niemand soll dich aufhalten. Nun, also ich als Zwerg würde mich natürlich freuen, wenn wir über die Tunnel zurückgehen, Zulamin Rafim. Ihr Lust? Naja, wir sollten nach unseren Kameraden schauen. Nun, wenn es dich glücklich macht, Boltax, dann gehen wir noch einmal durch die Tunnel. Ja, sehr schön, sehr schön. In diesem Falle, meine Herren, meine Dame, wir empfehlen uns. Es hat mir sehr viel Freude gemacht, den König hier an dieser Stelle zu unterstützen. Ich klopfe einmal auf Rafims Oberschenkel. Falls es noch etwas geben sollte, wir sehen uns ja dann. Zur morgigen Stunde. Er nickt. Rodrigo, auf ein Wort. Kommt mit. Damit gibt ihr Rodrigo noch einmal die Hand zum Kriegergruß, nickt Zulamin und Boltax einmal grimmig zu und schließt sich dann Amir Honak an. Ja, wir sollten wirklich an dem Gitter sollten wir was machen, Boltax. Da hast du nicht unrecht. Ja. Das wäre so das Erste, was mir eingefallen ist. Ja, wir sollten auch mehr Fallen einbauen. Ja, vielleicht noch einen persönlichen Tipp von mir, wenn ich darf. Ihr werdet der Zwerg riecht nach eurem Parfum und ihr Zulamin riecht ebenso nach Rosen. Wenn ihr irgendwo verborgen eindringen mögte, dann solltet ihr eventuell auch daran arbeiten und nach gar nichts riechen, ne? Nein.
Nicht jeder hat so eine feine Nase wie ihr. Aber natürlich, wenn wir es mit einem Gegner wie euch zu tun haben. Nun, es mag sein, dass ihr in Zukunft gegen Dämonen kämpft oder andere Dinge. Man muss nicht unbedingt blind sein, um seine Nase benutzen zu können oder andere Sinne. Ich verstehe. Ihr wart relativ intelligent, weil ihr, so viel ich das mitbekommen habe, eure Schritte gedämpft habt. Aber riechen kann man euch wohl. Ich gestehe, dass ich den Tag herbeisehne, da wir wieder gegen Dämonen kämpfen. Ich habe ständig das Gefühl, wir würden Zeit verlieren hier in dieser Stadt. Ich weiß, es ist wichtig, was wir tun. Und trotzdem, der eigentliche Kampf wartet woanders. Das sehe ich auch so, wenn ihr mich fragt. Doch, Dämonen sind doch gar keine Herausforderung. Für dich natürlich nicht. Aber die Signorina hat recht. Signorina hat oft recht. Manchmal muss man auf diesem Parkett spielen. Ich halte mich aus dieserlei Gegenden raus, aber Amira und Amira Honak kennen dieses Spiel und wissen zumindest mich richtig anzusetzen, ne? Aber meine Schritte werden mich demnächst an der Seite von Amira in eine ganz andere Richtung lenken. Gen Süden. In den Dschungel? In den Dschungel, aber noch weiter gen Süden. Der größte Dschungel, den es gibt. Utas Land. Interessant. Und ich kenne mich damit jetzt nicht besonders gut aus, aber ich wünsche euch viel Erfolg auf dieser bestimmt sehr interessanten Queste. Sie wird interessant, aber auch notwendig sein. Also haben wir doch durch euren Begleiter Yalan ein wichtiges Artefakt verloren, Sie? Was hat er denn eigentlich genau gemacht? Ich habe ja schon ein bisschen was von dem Herrn Inquisitor Kugris gehört. Er hat uns Bericht erstattet, denn seine Agenten sind selbstverständlich auch in Garrett anwesend und es heißt, dass... Nun, der Stab von Boron wurde gefunden. Von Tarquinio. Aha. Und er zerbrach. Oh. Und den kann man nicht einfach wieder heile machen, nicht wahr? No, es ist ein heiliger Artefakt. Es ist kein Schwert, das zerbrochen ist, sondern, ein Gegenstand, den Boron uns persönlich gab. Ihr dürft ihm das nicht übel nehmen. Ich bin sicher, er hätte so etwas niemals mit Absicht getan. Signorina, ihr missversteht. Ich bin ihm gegenüber... Ich habe keine Gefühle ihm gegenüber. Ich freue mich auf eine Queste, die ich für Boron tun kann. Immerhin hat er noch etwas mit mir vor. Nun, dann möge Boron eure Schritte leiten. Ich glaube allerdings, dass der Inquisitor ein großes Problem hat mit Yalan. Ja, ich glaube, das liegt daran, dass Yalan immer gerne Dinge anfasst, die er besser nicht anfassen sollte. Ja, aber wenn ihr wüsstet, wer alles große Probleme mit Yalan hat, dann könnten wir in keine Stadt mehr gehen. Ich hörte von seinem Ruf. Ja, wusstet ihr, dass er in Perikum gesucht wird? No, das ist mir neu. Aber ich freue mich. Ich werde selbstverständlich an der Seite von Amira sein, wenn ihr morgen den Palast betretet. Dieses Mal nicht durch die Tüne. Nein, dieses Mal durch das Tor. Sie. Und bis morgen. Bis morgen. Ja, und dann geht's mit den anderen zurück. Und während wir zurückgehen, sage ich dann zu Lamin gewiesen. Ich wollte eigentlich nur durch die Tunnel, dass wir die anderen wieder abpassen können. Wahrscheinlich treffen wir uns dann in etwa am Ausgang. Hohenherrschaften hätten doch nicht unbedingt etwas davon wissen müssen, dass wir uns aufgeteilt haben. Ja, das dachte ich mir auch. Aber ich denke, Rafim hat keine Geheimnisse vor seinem Großmeister. Und es hat ja auch keiner nachgefragt. Nein, aber man muss trotzdem nicht immer alles aussprechen. Manchmal ist es das Unausgesprochene. Andere Frage. Wieso hat mir eigentlich niemand gesagt, wie gut der Patriarch aussieht? Naja, das ist doch allgemein bekannt. Aber ja, der Patriarch und auch seine Tochter gelten als gut aussehend. So wie der Hochkönig.
Wegen seinem prächtigen Bart? Oh ja, auf jeden Fall. Findet ihr es denn nicht auch? Er hat ein erhabenes Gesicht, eingerahmt von einem prächtigen Bart mit schönen, eng anliegenden Ohren und einer Ausdrucksstärke. Oh. Der Hochkönig ist schon ein prächtiger Mann. Doch, ja. Wie geschaffen für eine Statue. Ja. Oh, hört mal. Lauf weiter. Hier lang, nein, hier rüber. Da geht's zum Tempel. Ja, da wollen wir doch hin. Die anderen beiden müssen dort sein. Das Sulamin, was? Was? Sulamin, du siehst, wie Janan auf dich zukommt. Es sieht jetzt aus, als wäre er froh, dich zu sehen. Vexarius zieht seine Waffe, ein Dolch. Und dann tackelt er dich um. Ja, Rafim, hilf mir, pack sie! Aber mir, bitte, finde heraus, was hier vor sich geht! Was ist hier los? Raufen minus 8. Für den Angreifer? Ja, für dich. Raufen minus 8, also ist erleichtert, weil Zulamin rechnet damit nicht. Wir knäueln uns da gerade irgendwie zusammen. Ja, dann versucht dich zu immobilisieren, aber mein Ring wäre das schlecht, deswegen kriegt das nicht so wirklich hin. Also wirklich rauskommst du da vermutlich auch im Moment nicht. Hexerei geht hier vor sich! Ihr steckt euren Dolch weg und Jalan, wenn du nicht was auf die Fresse willst, würde ich sie loslassen. Hilf mir mal, Rafim! Du willst Jalan, was auf die Fresse. Reg dich ab! Bin mir nicht sicher, was hier los ist. Können wir nicht einfach erstmal darüber reden? Ich möchte gerne, also reiße Jalan von Zulamin runter. Ja, die riesige Pranke von Rafim. Ja, mach mal einen Affenschaden. Okay. Du versuchst dich noch irgendwie an Zulamin festzuhalten. Eigentlich zieht er euch beide noch mit nach oben und dann. Lass mich los! Komm zur Besinnung! Hallo, wir beruhigen uns jetzt. Komm du zur Besinnung! Und also, wie es scheint, haben wir mehr als eine Zulamin gesehen. Also hier ist eine Zulamin. Ja. Und die war auch die ganze Zeit bei uns. Zulamin, lass mich endlich los! Zulamin, wie haben wir uns kennengelernt, alle? Wie haben wir dich kennengelernt? Ich lag unter einem halben Gebäude in Pferdegestalt und... Wenn ich mich nicht irre, wolltet ihr mich umbringen, aber Rafim hat mich gerettet. Ja, eine große Heldentat, wie ich nochmal unterstreichen möchte, wo sich gerade die Gelegenheit bietet. Das könnte jeder sagen. Rafim, wo bist du die letzten 2 Stunden über gewesen? Und wo war Zulamin währenddessen? Naja, wir haben gegen Vasallenfäuste gekämpft, während ihr eure kleine Mission unternommen habt. Ich schüttel ihn mal, so mit den Händen an den Schultern, was vermutlich keinen Effekt haben wird. Aber hast du sie aus den Augen verloren dabei? Weiß, ich hab immer mindestens ein Auge auf Zulamin. An dem Gürtel von Jalan, an dem Gürtel von Jalan hängt jetzt der Kopf von Kugris, ne? Ja, genau. Vermutlich in dem Judebeutel, aber wenn da irgendwie Blut raustropft, ist das nicht sehr. Naja, es ist halt so eine Mischung aus Gold, rotes Gold. So ja, Jalan scheint sich jedenfalls sichtlich zu beruhigen. Beruhige dich. Ja, ist ja. Dann war es wohl ein Dämon oder so. Ja. Es war kein Dämon. Sie strahlte keine Magie aus. Und es war auch nicht Zulamin. Naja, und Abelmir hat das Ganze untersucht. Das heißt, es kann ihm auch einmal ein Fehler unterlaufen sein. Es ist mir kein Fehler unterlaufen. Natürlich nicht, Abelmir, natürlich genauso wie euch kein Fehler unterlaufen ist, als ihr den Raktierer, den wir schon festgesetzt haben, ohne Prozess hingerichtet habt. Oder sehr gut. Wenigstens die Anklage hättet ihr ihm verlesen können. Man hätte seine Seele vielleicht noch retten können. Hinter euch tauchen 2 Basaltfäuste auf. Wollt ihr reinkommen oder was soll der Scheiß jetzt? Wollt ihr reinkommen? Ich nehme an, das bedeutet, ihr fahrt erfolgreich. Natürlich, wir haben verloren. Erfolgreich verloren. Bringt uns nach Hause, wir werden uns dort austauschen. Hm? Ich habe ohne einen Kratzer diese ganzen Blutspiele überlebt. So blutig waren sie nicht. Ich bin stolz auf dich, Boltax. Ja, ich habe sogar einen Attentäter zum Tanzen gebracht. Ja, gehen wir doch erst einmal. Du kannst auf dem Weg ja alles genau erzählen. Ja, also, es hat damit angefangen, dass wir vor einem Tor standen. Und vor diesem Tor hatte sich eine interessante Gesteinsformation gebildet. Ihr müsst sehen... Und so tauschen wir uns jedenfalls auf dem Heimweg erst einmal beide über die Geschehnisse aus. Eine Stunde später. Ihr seid wieder an Bord der mondsilbernen Drachentöter. Hast du den Kopf jetzt schon den Wexgeweihten gegeben oder nicht? Nein. Willst du ihn behalten? Und ich werde ihn symbolischerweise verbrennen. Ja, weiß ich nicht, was du damit machen willst.
Und wir werden ihn garantiert nicht auf einen Spieß stecken und durch die Stadt tragen. Ja, das halte ich auch für eine blöde Idee. Richtig. Nur, denn selbst wenn... Brecht? Ja. Ich wollte nur sagen, dass ich nun, obwohl wir uns gerade alle angeschrien haben, sehr froh bin, dass euch allen nichts passiert ist. Ja, ich bin auch sehr überrascht. Ich hatte mit mindestens 3 Toten gerechnet. Ein Diamant ist hier, ist die Balestra in der Hand hochgegangen. Au. Das ist unglücklich. Ich weiß nicht, wie das passieren konnte. Das muss irgendwas mit Alex zu tun gehabt haben. Ich habe die eigenhändig konstruiert. Was ich jedenfalls erwähnen wollte, selbst wenn Salix Kugris ohne jeden Zweifel ein Paktierer war, werden es einige Elemente unter den Granden sicherlich trotzdem nicht gutheißen, dass wir uns der Sache angenommen haben. Entsprechend sollten wir darüber Stillschweigen bewahren. Ja, aber das würde ich euch auch empfehlen. Ich denke, es ist manchmal weniger, wenn man weniger sagt. Und manchmal ist es mehr, wenn man mehr sagt. Aber in diesem Fall ist es mehr, wenn man weniger sagt. Ich werde jedenfalls zumindest posthum die Anklage und das Urteil verkünden und dann symbolischerweise den Kopf verbrennen. Und dafür beten, dass Pryos uns nicht strafen möge, aber mir. Fexarius ist im Fextempel geblieben und hat natürlich die Anklagepunkte schon mal so zu Papier gebracht, hat das alles bestätigt, unterschrieben und wird das dann eben mit seinem Vogtvikar besprechen. Aber mir, ihr wart sehr schnell mit dem Vollstrecken des Todesurteils. Ich habe das Richtige getan. Es war keine Notwendigkeit, wir hatten ihn schon. Moment, ja, ich kann nur einen Schlaf geben, euch die Papiere. Ihr wirktet sehr, sehr in Eile. Musstet ihr fliehen? Ihr hattet ihn doch schon, wie ihr sagt. Nun, ihr wart da zu Damien und habt uns die Verstärkung auf den Hals gehetzt. Nun, eure Doppelgängerin. Ach, deswegen. Hätte ich nicht den Versuch unternommen, euch rauszuholen. Ich dachte erst, ihr wärt hinter euren Waffen her. Nun, dann hätten wir natürlich auch Zeit gehabt, unseren Rückzug ordentlich zu decken. Nun gut, dann kann ich Abelmir bis zu einem gewissen Grad verstehen. Es wäre sicher nicht einfach gewesen, ihn auf der Flucht mitzuschleifen. Er ist zu gefährlich, um ihn leben zu lassen. Die Tür öffnet herein. Sich. Ja, ich brauche gar keine herein. Abenteuer. Ich habe draußen Kugra stehen, der will mit euch reden. Bringt ihn rein. Oder lasst ihn rein. Ist der Kopf? Ich hoffe nicht auf Tisch, oder was? Oh, ich denke nicht, dass ich den Kopf irgendwie... Ich werde ihn vermutlich in drei, vier verschiedene Lagensäcke mittlerweile gepackt haben, damit er irgendwo hintropft. Unter Abelmir Schreibtischschnitt gemacht und... Ach, ich lebe ja hier. Ich habe ihn in meine Hängematte geschmissen. Nur wow. Im Reflex. Nach einer Minute öffnet sich die Tür wieder und Hasswolf tritt mit Korak und Kugras ein. Senores, ich bin verwirrt, Karagon, eine angenehme Überraschung. Ich habe den Dukatin Gardistin den Angriff befohlen, aber sie sagte wohl, dass ihr in der Erdgeschoss herumgelaufen seid. Ich war nicht über Besuch informiert. Und sie sagte etwas, dass ihr eingedrungen seid und aufzuhalten seien. Und ich habe diese unverschämte Behauptung erst einmal zurückgewiesen und gesagt, dass es ein Missverständnis sein muss. Habe ich damit recht? Ich denke auch, dass es sich um ein Missverständnis handelt. Wir waren zwar auf dem Silberberg, aber wegen der Blutspiele. Wir konnten allerdings eine Bande Schmuggler beobachten, die wohl Seide gestohlen haben. Vielleicht haben die sich in eurem Keller zu schaffen gemacht. Seide. Oh, können wir den Ballen Seide auf dem Rückweg mitgenommen haben? Nein. Oh, okay. Der war weg. Nun, wie gesagt, ich war einigermaßen verwirrt. Ihr wart auf dem Silberberg. Gut, dann werden sie sich sicherlich... gehört haben. Zudem weiß ich auch nicht, was Salix unten in die Kelle getrieben hat. Ihr habt ihr nichts gesehen, no? Salix Kugris, nein, ich habe ihn... Salix Kugris, er hält mir noch einmal die Sprünge Visa aus. Überreden, Pro. Ja. Könnt ihr alle würfeln. Also zumindest Abelmir, Jalan und Diamantlas. Ich mirakel das, ja? Ich habe extra nichts gesagt. Leute, ich habe euch gesagt, weniger ist manchmal mehr. Ja, okay, zusammen mit dem Mirakel sollte das. Puh. Ja, wie gut das Diamant ist, es mit Lungen hat. Ja, ich würfel aber mit Korragon. Ich habe es mit einem Punkt geschafft. Ich weiß nicht, wo die plus 6er kommt. Aus deinen niedrigen Lebenspunkte, denke ich mal. Die hat er ja nicht mehr. Mit dem E-Tran. Die habe ich ja nicht mehr. Dann weiß ich es nicht. Deine Wunden. Ja, Korragon schaut erst dich an und dann guckt er interessiert die Mienen und Gesichter von Diamantis und von Abelmir an. Über die von den anderen dreien huscht er zwar auch, aber die scheinen ihn nicht zu interessieren. Und er sieht
Er sieht misstrauisch aus. Aber jedenfalls, ich versuche dann abzulenken. Ihr werdet sicherlich euch freuen zu hören, dass wir Chantal Akarino davon überzeugt haben, uns einige Schiffe zur Verfügung zu stellen. Und wenn ihr so geneigt seid, können wir gerne bald gemeinsam in See stechen. Sieh, das klingt gut, ja? Seht ihr? Hervorragend. Deswegen war ich nicht hier, aber wir können das natürlich auch jetzt einmal besprechen, ne? Und wir können vor allem jetzt erst einmal anstoßen, nicht wahr? Hey Junge, ich rufe irgendwie einen von den Jungen, der gerade draußen, von der Schiffsjungen, der gerade draußen im Gang herumsteht. Bitte bring mal ein wenig rum herbei und was zu essen. Oh, ich habe noch eine Flasche Stollengrollen bei mir in der Kajüte. Wartet, ich gehe sie holen. Ja, und ich komme dann ganz schnell mit einer großen, tönernen Flasche wieder. Gutes Stollengrollen. Ah, brennt dreimal. Ja, einmal bei der Herstellung, einmal beim Trinken, einmal wieder ausscheiden. Auf der Mine von Coragron könnt ihr sehen, wie wohl irgendwie ein Schalter klickt. Und er setzt sich dann auf einen der Stühle und legt dann auch direkt seine Füße erstmal hoch. Rote Lederstiefel, ihr wisst nicht genau, was das für ein rotes Tier war. Auf alle Fälle sehr exotisch und auch sein Schwert, was er an seiner Seite hat als Paradewaffe oder natürlich auch tödliches Instrument, ist besonders beeindruckend, wie es da auch in seiner Scheide ist. Also gut, dann will ich nicht noch einmal nachfragen. Ihr habt sicherlich die Wahrheit gesagt, ne? Unterhalten wir uns also über gute Sachen, ne? Salix soll uns nicht weiter stören. Und ihr habt Schiffe und ihr braucht einen Kommandanten, ne? Ihr braucht keinen Kapitän, ne? Kapitäne sind für jedes Schiff da, die kann man an jedem guten Hafen kriegt man gute Kapitäne, aber einen guten Admiral, den kriegt man nicht, ne? Und vor allem einen vertrauenswürdigen. Schließlich muss irgendjemand die Sache auch zusammenhalten, während wir nicht da sind. Sie. Nun beläuft es sich allerdings so, dass ich, wenn alles seinen gewohnten Gang geht, demnächst Großadmiralissimus bin. Sie? Nein! Nun, dann ist ja sicher eine Gratulation angebracht. Oh, noch nie zu früh, ja? Chantal und ich haben da zwar etwas arrangiert, aber ich wollte euch einfach nur darauf hinweisen, dass ich als Admiralissimus euch nicht zur Verfügung stehe für eure kleine Armada. Nun, aber ich bin mir sicher, ihr könnt uns einen vertrauenswürdigen Stellvertreter empfehlen. Sie. Ich habe viele Kontakte, eh? Wir werden natürlich über alle Maßen bestürzt sein, dass ihr an diesem ruhmvollen Abenteuer nicht teilnehmen könnt. Ja, ich werde natürlich meinen Beitrag leisten, vor allem, weil ich nicht Vareno Willmann bin, aber ich werde die Dinge auf meine Art und Weise leiten und dementsprechend meine Schritte gegen die Paragans führen. Vor allem natürlich gegen Darion, ne? Versteht sich von selbst. Aber Senores, Senorina, wenn ich euch einen Tipp geben darf, ihr solltet, die Eisen sind noch heiß, ihr müsst sie schmieden, solange sie noch im Feuer sind. Ihr solltet aufbrechen, und zwar so schnell wie möglich. Ihr habt eure Schiffe, ihr könnt sicherlich noch schnell den ein oder anderen Kapitän bestellen, oder ich tue das in eurer Abwesenheit, und werde euch die Schiffe dann hinterher schicken. Euer Ziel liegt nun ganz woanders. Wir haben tatsächlich außerhalb der Stadt noch einige Interessen zu verfolgen. Und es könnte sich lohnen, ein wenig, sagen wir, den Trubel unserer Anwesenheit sich legen zu lassen, bevor wir das nächste Mal eintreffen. Nun, ich werde meine Kontakte nutzen und einen Brief sowohl nach Port Korat schicken, als auch nach Charybso. Lolona wird auf euch warten und ebenso der schwarze General. Hervorragend. Wir werden tatsächlich, ich schau mal zu Boltax, eine Reise gen Süden unternehmen. Ja. Und dort einige Nachforschungen anstellen und uns natürlich mit euren Bekannten treffen. Und warum sammelt ihr nicht die Schiffe bis zu unserer Wiederkehr hier? Und dann können wir weitere Schritte besprechen, bevor wir dann nach Norden in See stechen. So werden wir es tun. Hervorragend. Aber für heute bleibt der Rest einmal hier. Hat Boltax euch schon von der Armbrust erzählt? Oh, kennt ihr die Geschichte von der Armbrust? Es ist eine lange und ehrenwerte Geschichte, wie die Zwerge letztlich die Armbrust erfunden haben. Also sehr interessant zu. Ja. Und so vertreiben wir uns heute Abend noch ein wenig mit allgemeiner Ablenkung. Ja, ein bisschen Trinkspiele. Und er wird natürlich von der Myrano-Überfahrt erzählen, wie er damals der Lamea mehrfach die Überfahrt sicherte. Zu seinem eigenen Schiff, der Monzanit, schweigt er sich natürlich aus.